gibt zwei Bereiche im Drägerservice hier am Standort Krefeld. Einmal den Detection-Bereich, wo ich beschäftigt bin. Dort bieten wir Service an stationären und portablen Gasmalanrichtungen. Und der andere Bereich, Protection, da geht es eher um Sachen, die einen halt schützen, wie Masken, Chemikalien-Schutzanzüge und auch Druckluftkompressoren, womit Flaschen befüllt werden für Atemschutzgeräteträger. Ein Werkstatttechniker im Detection-Bereich kümmert sich um den Service an portablen Gasmalanrichtungen. Sag ich mal, da werden Geräte einer Sichtkontrolle unterzogen und letztendlich am Ende dann noch mit Gas beaufschlagt, um mal zu gucken, ob die Geräte noch ordnungsgemäß funktionieren. Als Servicetechniker in der Werkstatt arbeitet man natürlich nur hier am Standort. Die Produkte werden hier abgegeben, eingeschickt und man macht halt die Dienstleistung hier vor Ort. Im Vergleich zum Außendienst dann sind die Kollegen natürlich mit dem Auto unterwegs. Die kriegen einen gewissen Kundenstamm am Anfang des Jahres zugewiesen, über den sie sich dann quasi eigenverantwortlich das ganze Jahr kümmern. Im Vergleich zu meinem vorherigen Arbeitgeber, was eine viel größere Firma war, habe ich schon das Gefühl, dass bei Dräger dieses Familienunternehmen, was es ja auch noch ist, dass es dann spürbarer ist für jemanden als Mitarbeiter, ist schon eine andere Art der Wertschätzung und der Zusammenarbeit untereinander.